50 Jahrfeier mit dem heutigen Höhepunkt von Blosn, Biermöselblosn und die Steigerung von Biermöselblosn ist Hans Well und die Wellbappn. Es gibt keine Steigerung mehr, das ist momentan das Beste, was uns passieren hat können, dass wir zu unserer 50-Jahr-Feier den Hans Well gewinnen haben können für unsere Veranstaltung. Recht herzlich begrüßen möchte natürlich die Kinder die Ewigkeit so erklärt, das ist dann, wenn endlich einmal statt dem Misthaufer eine Kreuzung gebaut wird. Wo man sieht beim SV Steinkirchen schon heut auf die Achlassenduelle nächstes Jahr mit Reichertshausen frei. Wo man sieht bei den zwei polnischen Pfarrer fragt und wundert, kämen die aus dem 16. oder 17. Jahrhundert. Oder Straubkarl hockt im Landtag rum und keiner weiß so recht, warum. Wo so schwarz sind rundrum in den Dörfern, dass sogar beim Mondfinsternis nur ein Schattenwerfer. Heute sind wir bei Pfaffenhofen, der liebenswertesten Stadt der Welt, verkehrsmäßig derzeit aufs Abstellgleis gestellt, wo man aus der A8 derzeit nimmer rauskommt, wenn man aus Versehen in Allershausen die linke Spur nimmt. Heute hat uns Schicksal da überschlungen, wo es 2017 eine kleine Bundesgartenschau an, wo man deswegen wiederholt saniert und einen Teil vom alten Sportstadion wegrasiert, wo man im Pfaffenhofener Landratsamt drauf vertraut, dass keiner merkt, dass man schwarz baut. Und der Landratsamt Erneuerungsbau, wie man hört, vom Verwaltungsgericht als Schwarzbau eingestellt wird, wo der TSV das 50. Jubiläum begeht und ganz Reichertshausen deswegen Kopf steht. Aber wollen wir in Reichertshausen einmal kulturell was erleben, muss man zum TSV in Hinterhalle gehen. Auf geht's!